Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Israelnetz TV. Sie hören heute einen Kommentar von Egmont Prill. In Israel und für Juden weltweit hat Anfang Oktober ein neues Jahr begonnen. Im Kalender steht nun das Jahr 5777 jüdische Zeitrechnung. Und wie alle Jahre neu wünschen sich die Menschen einen guten Rosch, einen guten Start in dieses neue Jahr. Kurz vor dem Jahreswechsel lief die Eilmeldung um den Globus: Shimon Peres ist tot. Mit 93 Jahren war der israelische Politiker, der ehemalige Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Im schon biblischen Alter galt Peres als der letzte Gigant jener legendären Gründergeneration des Staates Israel. Er verkörperte die wechselvolle Geschichte der vergangenen Jahrzehnte in diesem Land. 1923 in Polen geboren, kam er mit der Familie noch rechtzeitig vor dem Krieg nach Palästina. Noch keine 30 wurde er 1953 mit wichtigen Aufgaben im israelischen Verteidigungsministerium betraut. Das waren jene entscheidenden Jahre und Jahrzehnte für den von Anfang an umkämpften Staat Israel. Peres wird Vater der israelischen Atombombe genannt. Und überhaupt trat er für ein militärisch starkes Israel ein, das sich behaupten müsse. Zugleich war er um Gespräche mit den Nachbarn und den Palästinensern bemüht, förderte er Verhandlungen zum Frieden. 1993 waren es die Oslo-Friedensverträge mit der PLO, die einen neuen Weg eröffnen sollten. Es heißt, jede Zeit bringe ihre Helden hervor. Helden, die gerade gebraucht werden, um die Dinge zu bewegen, die Probleme zu lösen, vielleicht welthistorisch einmalige Zeiten zu prägen. Die Staatsgründung und die ersten Jahrzehnte Israels gehören zweifellos dazu. Und so waren es David Ben-Gurion, Ariel Sharon, Moshe Dayan, Itzhak Rabin, Levi Eshkol und nicht zu vergessen Golda Meir, die je auf ihre Art und in ihrer Zeit Israel dienten. Mit Mut und Entschlossenheit, mit dem Einsatz der ganzen Existenz und oft im schlichten Gottvertrauen wurde der Staat geführt und immer wieder verteidigt. Wo sind die Helden Israels in unseren Tagen? Gewiss, der Staat ist stabil, doch ringsum, von Algerien bis Afghanistan, droht die Welt zu zerbrechen, bestimmen Kampf, Krieg und Terror die Lage. Mittendrin Israel. Und auch im Innern des Staates schwelen soziale, religiöse und kulturelle Konflikte. Und so ist am Anfang dieses neuen Jahres die biblische Bitte angesagt: Herr, errette uns. In jener Zeit der Richter wurden einzelne Retter berufen. Männer wie Ehud, Gideon und Simson und eine Frau namens Deborah. Und so heißt es immer wieder: Da schrien die Israeliten zum Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Richter, der sie errettete. Jede Zeit braucht ihre Helden. Die Bitte darum ist allen aufgetragen. Shana Tova, auf ein gutes Jahr 5777.